Stephanie Popp hier, hi. In Gott verliebt sein. Wie geht das? Ja, vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt, aber wenn du zum Beispiel in das Buch Hohelied hineinschaust, das ist eine einzige Liebeserklärung von Gott an seine Braut. Und du und ich, wir sind Teil seiner Braut, oder? Aber wie kann man wirklich verliebt sein in Gott? Ich glaube, dass so manche Leute sich wirklich diese Frage stellen, und ich empfinde so wirklich dieses Werben von Gott in diesen Tagen, ja, dieses Werben seiner Liebe. Und im Englischen sagt man to fall in love, und im Deutschen übersetzen wir das vielleicht mit verliebt sein, aber wirklich so in Liebe hineinzufallen, das ist so dieses Bild, das mein Herz einfach total berührt. Und die Frage ist doch, wie kann ich wirklich verliebt werden in Gott? Ich glaube, für ganz viele Christen ist es mehr so eine Kopfsache, so dieses, ich habe mich entschieden, ich kenne die Wahrheit und ich verpflichte mich zu. Aber das ist eigentlich nichts mehr wie eine Zweckehe oder eine arrangierte Ehe. Die Wahrheit ist, dass Gott wirklich eine absolute Liebesbeziehung zu dir möchte. Und es gibt eine Sache, die dir hilft, wirklich in Gott immer verliebter zu werden. Und das ist, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Und zwar nicht Zeit, in der du ihn zutextest und deine Listen abbetest oder einfach aktiv bist, sondern Zeiten, in denen du einfach in seiner Gegenwart bist. Warum nimmst du dir nicht vielleicht mal so ganz neu 10 Minuten am Tag wenigstens, jeden Tag, wo du dich hinsetzt, hinlegst, wie auch immer, für dich einfach Musik findest, die dich in die Gegenwart Gottes bringt, Anbetungsmusik, das kann instrumentale Musik sein, was auch immer, etwas, was dir einfach hilft, vielleicht zur Ruhe zu kommen und einfach zu sagen, Vater, hier bin ich, begegne du mir jetzt. Rede du zu mir, hilf mir, deine Stimme zu hören, hilf mir, deine Liebe zu spüren und es einfach mal auszuhalten, nichts zu tun, beziehungsweise nur dieses eine zu tun, nämlich Zeit mit dem zu verbringen, der dich liebt und den du auch liebst. Und ich glaube, dass manche Menschen echt Schwierigkeiten damit haben, zu glauben, dass Gott wirklich verliebt ist in sie, weil sie sich selber sehen und ihre Schwächen und Fehler kennen. Aber weißt du, die Lösung für dieses Dilemma ist nicht, deswegen von Gott wegzubleiben oder sich einfach nur als Stiefkind zu fühlen, so am Rande des himmlischen Universums, sondern die Lösung dafür ist, sich umso mehr seiner Liebe auszusetzen. Denn in seiner Liebe werden wir verändert und heil und frei, wirklich zu den Menschen zu werden, die total verliebt sind in Gott. Und ich weiß, dass das herausfordernd ist, sich selber so in dieses Bild hineinzuversetzen. Aber ich sage dir, es ist möglich, nicht nur Schmetterlinge im Bauch zu erleben, wenn wir uns ganz frisch in jemanden verlieben, sondern es ist möglich zu erleben, wirklich Schmetterlinge im Bauch zu haben für Gott. Und der Weg dahin ist einfach, sich seiner Liebe auszusetzen, sich Zeit dafür zu nehmen. Ja, wenn du jemanden kennenlernst, in den du dich verliebst, dann verbringst du Zeit mit ihm und so wächst diese Beziehung und kommt Liebe. Und ich denke mir, für den einen oder anderen ist es wirklich ein Wort von Gott, einfach ganz neu zu sagen, wann an meinem Tag, wo in meinem Leben ist wirklich Raum einfach für meine Liebesbeziehung zu Gott. Ja, viele Menschen haben mehr eine Zweckbeziehung anstatt eine Liebesbeziehung, aber Gott möchte mit dir in einer Liebesbeziehung leben. Und da möchte ich dich einfach damit segnen heute und herausfordern. Gott wartet nur darauf, dass du dich bereit machst für ihn. Er ist schon da. Mega Segen dir. Bis denn.